Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wie immer mit der... Oh Hallo. Ja, Janka. Hol ihn raus. Nimm ihn in den Mund. Oh Gott. Und... Okay, also einmal mit der oral fixierten Janka. Was? Und Hallo? Und Bonbons lutscht, mit Sachen im Mund nehmen. Hallo, liebe Zuschauer, der ständig flüchtenden und abwandernden Jess Pinkman. Entschuldigung, die Koffer haben es mir einfach angetan. Die ist, auch noch ein, die ist auch noch in See, falls ihr euch irgendwie... Okay. Falls Was ihr noch jetzt, einen Speer Leute? Braucht oder einen Fisch jagen wollt. Ja, irgendwas. Wollt. Oder bist du das Lama? Ihr wollt wieder in eine Höhle zurück. Am besten in die, in der wir gerade waren. Das nee, lass halt einfach mal da hinten ein bisschen entlanglaufen und gucken, was da so kommt. Oh, hier ist ein heiliger Baum. Yep. Den rennen ja wahrscheinlich ich auch so viele rum. Ich kenne diese Stelle aus einem gewissen Let's Play. Und hier gibt's halt wahrscheinlich auch Fischis. Oh, warte, hier kann ich mich... Bin ich noch dreckig? Ich bin noch dreckig. Ich dusch mal. Ist echt an der Zeit. Ui. Ich dachte, es wäre gut, dreckig für zu mich, sein. Für mich, für mich. Da kannst du ja, dir doch Infektionen holen. Also theoretisch war ich ja schlammig, aber ich war bestimmt auch blutig, weil ich habe ja gekillt. Also getötet. Ich dachte, das wäre wegen Tarnung gut. Ja, aber das wenn kann du infektiert bist, ist das doch auch scheiße. Ja, wie warte mal, wo ist denn hier hinten? Sekunde mal. Wo ist denn diese Notiz nochmal, wie unser Zustand ist? Ich glaube, das ist eine der letzten Seiten, oder? Nee, ich glaube, sie ist weiter... Ah, sie ist weiter vorne. Pick, find Aloe to cure and or get some rest. Okay, siehst du, ich bin schon krank. Voll. Wo steht das? In dem Buch. Wartet mal, da unten könnte vielleicht eine Höhle sein. Na, da wo Stats steht. Ach. They survived 21, currently feeling also ich good. Bin sehr gesund. Steht, ich bin sick. Currently feeling good. Hahaha, ich bin sick, ja. Ich habe aber keine Armor mehr. Mal eine Aloe. Ist das jetzt besser? Jetzt bin ich wieder gesund. So, ich schaue mir das hier unten mal an. Ob da vielleicht irgendwie ein Höhleingang ist. Und ich bin einfach nur fett. Kann im Moment hier aber noch gar nichts entdecken. Warum steht bist du da? Fett? Da steht, ich bin fett. Das glaube ich nicht. 0% athletisch. Ja gut, das steht bei mir auch. Also fett. So wie wir aussehen, sehen wir auch aus wie Schwabbels. Also du bist nur einfach so ausgehungert, dass du dir keine Muskeln anschaffen kannst. Ach Gott. Genau, du musst mehr wir gutes Protein essen. Nur zu viel. Du isst einfach zu viel Mensch. zu viel Amerikaner. Zu viel Kannibalen. Ich fresse zu viel Kannibalen. Sieht ja interessant wo aus. Wo wollen wir denn hin, meine lieben Kinder? Einen roten Baum habe ich hier auch noch nicht gesehen. Ist Fischi drin? Ach, guck mal. Einen roten Baum. Ja, ist ein roter Busch hier. Hm, vielleicht deutet er auf irgendwas hin. Und da unten, das sieht mir doch... Nein, es ist doch keine Hülle. Scheiße, Mann. Sag mal. Manu. Hier müsste doch eine Höhle sein. Ist der Fisch gar nicht da? Ich sag ihn nicht. Doch, nee, ist der Fisch gar nicht okay, da. Okay, drei Fische habe ich jetzt. Ich glaube, das reicht erstmal. Oh, ich wechsle immer wieder da rein. Ich kann doch die 1 drücken. Oh, Lama. Okay. Wieder? Lama ist wieder wenn in du so, Gefahr. Wenn du so redest, weißt du. Richtig, dann kommt gleich dieses, fuck. Nein, wir sind direkt am großen abfangen. Loch. Ja, cool. Das ist direkt hier. Dann sind wir doch an der Höhle, wo wir hin wollten. Ich glaube, hier unten, da wo wir gerade sind, da ist die Höhle, der Höhleneingang, wo wir letztes Mal rein sind. Also, nein, ist er nicht. Bin mir aber sicher. Ich habe den hier schon, ich habe mich hier schon umgeguckt. Also hier habe ich jetzt keinen gesehen an der Wand. Hier ist alles voll mit Speeren, ne? Also Asi? Wenn man die nicht findet, dann weiß ich ohne. Asi, Häschen, bleibst du mal da? Nee. Ja, natürlich nicht. Lama raped hier total rum. Ja, ich habe hier wirklich mittlerweile willst fünf Lurche oder so getötet. Willst du den nicht mitnehmen? Na, nimm doch mit, ich habe schon so viele. Ich versuche mal das Kaninchen da abzuwerfen. Du brauchst das nicht abwerfen. Scheiße. Du kannst das jetzt nicht mitnehmen zum Züchten. Und mir wurde gesagt, man kann das abwerfen. Und ja, das ist schon richtig, man, du kannst das betreuen. Dann kann man es auch töten. Ach so, ja, aber... Das ist vielleicht der einzige Weg, wie ich es jemals schaffen werde, weißt du? Ja, mach dir doch einen Bogen. Ach, das ist mir so schwer. Ach, komm schon. Damit rumzuschießen. Wie macht man den überhaupt? Aus was macht man den? Weiß ich nicht mehr. Aus Seil, Stöcke bestimmt. Aus Stock? Ne? Stoff. Also ruhig. Stock, Stoff. Den und Seil? Durch sind Dings gebaut. Wie seid ihr da runtergekommen? Ich habe Angst, dass ich ja sterbe. Ich bin einfach nur das Lustdings runtergekommen. So, jetzt habe ich einen. Ah, hier. Das war doch gar nicht schwer. Was hast du gesagt? Stöcke?
Womit macht man denn die Pfeile? Ich mache jetzt meinen Köcher gerade. Der war 3 Hasenfelle und 1 Seil. Wie macht man denn Pfeile? Okay. Das kommt noch in den Bogen. Pfeile kannst du dir machen mit Federn und Stöcken. Ja, das war zu viel. 5 Federn und 1 Stock. Ach so, ne, dann ich habe genug Federn. Das hat immer ganz viele Federn. 18. Wie macht man den Bogen? Stock, Seil. Stock, Seil und Cloth? Kleidung? Hätte ja sein können. So. So, ich kann jetzt bis zu 20 Pfeile tragen. Allerdings kriege ich ja die Federn. Die wieder, ne? Ja, das mit den Federn ist ein echtes Problem. Also Jess hat da ja voll den Plan. Ich krieg das nicht hin. Aber warum nicht? Das ist doch gar nicht so schwer. Ach so, jedes Mal. Ich finde es wirklich nicht schwer. Du bist halt ein kleiner Vogelmörder. So, ja, und du bist der Kaninchenmörder. Oh, sag das doch nicht so. Ich bin doch auch weh. Sag mal. Ich weiß ich nicht, du kannst ja sogar in der Luft draufhauen und dann fliegen da einfach 2 Federn raus und dann sammelst du die schnell. Klappt aber so nicht. Weiße. Hier sind so unglaublich viele Kaninchen und ihr erwischt die nicht. Ist blöd, ne? Ja, die müssen echt mal stehen bleiben. Ich muss die Pfeile dann immer noch einsammeln. Oh, ich hab eins erwischt! Ah, jetzt hat es gerade gesprintet. Ja, aber das ist schon tot. Das habe ich schon erschossen. Okay, das ist jetzt meins. Verdammt, und ich habe mich gewundert. Aber süß, wie er mit dem Steinchen nach dem Kaninchen wirkt, nach dem armen Toten. Na, ich dachte, das macht da Pause gerade. Hast du es da hinten schon erschossen? Shit. Habe ich getroffen? Jetzt habe ich's. Habe ich's getroffen? Ich hab's getroffen. Ja! Aber du kannst ruhig das Kaninchen sammeln dann, Lama. Nee, mach ruhig. Nimm ruhig, ist dein Kaninchen. Ach komm schon. Das ist unser Kaninchen. Ich klau dir kein Kaninchen. Aber irgendwo hier muss der Eingang doch wieder sein. Ich hab Kaninchenfell geschaut. Ja, ich hab endlich ein Kaninchen erschossen und hab Kaninchenfell. Wow. Ich bin so stolz auf euch. Vor allem bin ich so weit weggerannt jetzt, ey. Ist das überhaupt Kaninchen? Nein, ich habe auf einen Stein geschossen. So, es wird schon wieder langsam dunkel, ne? Hör die bescheuert bin. Eigentlich wäre das hier ideal für ein Lager gewesen. Ja, hätten wir hier machen können. Reingebaut in den See. Damit die nicht raufkommen zu uns. Oh Mann, das wäre so einfach. Das ist doch nicht wahr. Ich krieg die nie. Da muss man bestimmt. Aber hier ist irgendwo auch der Eingang, ne? Geilo. Boah, ich habe meine Plane-Axt gerade gar nicht mehr gesehen, weil die so getarnt ist mit dem Blau. Skrickisch, alles hier, alles. Ich werde alles töten und vernichten. Alles klar, Jess. Oh ja, alles klar. Wo seid ihr denn? Ich bin extra zu euch in eure Richtung gelaufen. Ich suche einen Eingang. Nach da hinten gelatscht. Hab dabei dooferweise aber nur einen Eingeborenen gefunden. Kann man hier nicht runterklettern jetzt mit der Axt vielleicht? Ich will da jetzt auch nicht reinkrabbeln. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich nicht mehr rauskomme. Ich glaube, wir sollten hier nicht so dran rumlaufen. Ich glaube, hier kommen... Ich höre sie schon. Ich glaube, hier kommen einige Eingeborene. Nee, der ist schon tot. Meinst du? Ich habe ihn gerade getötet, also ja. Meinst du, es war nur einer, ja? Yep. Mhm. Wieso höre ich da schon wieder so Skepsis raus? Ja, es tut mir leid. Meine Erfahrung sagt mir einfach was anderes. Guck mal, das war ein Einsiedler, der hatte hier sein Zelt, der wollte allein bleiben. Schlafen, oder? Und der wollte nicht mit den anderen rumhängen. Das ist so ein Zelt, wo man schlafen kann? Nee, leider nicht. Da ist auch nichts Spannendes drin. Oh, aber hier ist eine Höhle. Genau, sag ich doch, das war das eine Ding, wo wir rausgekommen sind. So, und da gab es doch irgendwo links oder rechts so ein bisschen schräg nach oben nochmal so einen Eingang. Ja, ich glaube, das war... Ach, da waren da waren wollen wir mal denn so jetzt in die Höhle, Leute? Ja. Camps. Bevor die uns jetzt hier oben vernichten, lassen wir uns unten vernichten. Lassen wir das lieber unten vernichten, richtig. Aber wenn wir da rauskamen, was bringt das dann wieder da reinzugehen? Ich dachte, du wolltest in die Höhle, Jess. Nee? Ja, in den anderen Eingang. Oder ist das der andere? Du kannst doch dann zurückgehen. Nee. Wir können jetzt hier erstmal gucken. Warte, ich guck mal auf die Map, wo wir jetzt sind. Das meine, es war doch hier noch ein anderer Eingang. Wir sind jetzt ziemlich mittig. Hier geht's wieder runter. Aha. Oh Mann, es ist so dunkel hier. Ja, ne? Mach mir nochmal so ein... Oh, verdammt. Ein Fackelstick. Eine Fackel.
Oh, nee, hä? Ich bin froh, dass man so unglaublich viel Stoff mitnehmen kann. Das ist aber auch sinnvoll. Ja. Notwendig auch. Da! Ah. Und Janka sprach, es werde Licht. Yay! Doch, sie fand den Schalter nicht. Nein. So. Hm. Ja, wo kommen wir denn jetzt hin? Ich schau mal, vorher waren. Brauche ich gar nicht anmachen. Wo wir vorher waren mit diesem Loch. Ach, in das Loch, ja, okay. Wo dieser Wasser war. Dieser Wasser, ja. Dieses Wasser war. Und mehr nisch. Jetzt wieder runter? Nee. Dann mach ich jetzt nochmal an. What the fuck? Guck mal, hier ist ein Feuer. Haben wir das gebaut? Ah, jetzt. hier muss man jetzt tauchen, ja? Hier bräuchte man den Rebreather. Lama, tauch nicht zu weit, du ertrinkst gleich. Nö, da ist eine Höhle. Glaubt ja? Auf der anderen Seite, ja. Oh Gott, wie taucht man denn eigentlich? Einfach nur runter. Aber wie bist du denn getaucht? Ich sehe genau gar nichts. Einfach runter? Ja. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Da, wo es hell ist. Sehen. Da, wo es hell ist. Ich hab doch hier eine Fackel auch. Du schwimmst da lang, wo es... Genau. Ah, hier ist okay. Tada. Ach, siehst du? Okay. Alles gut. Waren wir hier wirklich schon? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, nee. Genau, wollte ich auch sagen. Nein. Das sieht nicht so aus, als wären wir schon mal hier gewesen. Ich kann erinnern, dass wir hier schon 20 Mal wir sind hier doch rausgekommen, dachte ich. Ja, aber war da nicht, wo dieses große Wasserloch war, wo wir gesagt haben, da müssen wir noch erst die Tauchausrüstung haben? War nicht da der Ausgang? Boah, der Moment, wenn Janka so ihr Flutlicht anmacht, ey. Boah. Ach Mann, und es geht jedes Mal wieder aus, das ist so ätzend. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diese Fackel jetzt schon angemacht habe. Vor allem, irgendwann ist der Stoff einfach ab. Oh, was mein Popo. Zum... Doch, hier waren wir doch schon. Waren wir doch, ja. Wir sind da nach links. Ich komme hier nicht raus, ich bin so fett. Genau, das war das Ding, wo es nicht weitergeht. Lass mal gucken, ob wir hier nicht irgendwo klettern können. Weil ich will auch nicht im Dunkeln klettern, das ist auch scheiße. Ah, wir können hier tatsächlich klettern, wo? Warte mal. Aha. Aber ich sehe nichts, das ist blöd. Ja, wo willst du da hinklettern? Weiß ich wenn nicht. Wenn, dann müsstest du doch eher runterklettern. Ja, klettern geht aber nicht, oder? Meinst du, das geht? Wenn wir vielleicht... Oh Gott. Warte mal, ich probiere das jetzt einfach mal da drüben. Ich wollte gerade sagen, ich bin irgendwo zum Rand. Gut, Lama? Lama ist da hinten. Lama, wir sind also, am anderen falls Rand, irgendjemand unfassbar viele Stöcke braucht, hier könnt ihr sie haben. Ah. Hier sind wir, okay. Das ist hier ein Vorsprung. Sehr interessant. Also wir sind jetzt wieder da, wo wir rauskamen. Ich kletter jetzt einfach runter. Zelte waren. Kannst du denn runterklettern, wirklich? Oh Mann, ich will, dass es hell wird. Ja, das wäre besser, ne? Oh, das ist schon sehr cool hier. Hier gerade E drücken. Und dann kommt man hier auf einen weiteren Vorsprung, so wie es aussieht. Nee, doch nicht. Ja, was jetzt? Soll ich kommen oder nicht? Lieber nicht, denn ich bin gerade eben sehr tief gefallen. Oh je. Weil es aufgehört hat zu funktionieren. Super Sache. Und dort unten ist ein fieses Monster. Das ist ein Raw Eatable. Wo ist denn der Unterschied zwischen Raw Eatable Rabbit und Raw Fresh Rabbit? Kann ich den Eatable einfach essen? Ja, das kannst du auch noch essen, aber ich glaube... Ist der kurz vorm Vergammeln? Lebst du denn da unten? Ich lebe, aber... Wir könnten aber doch von hier... Der ist... Ja. Man kann doch von hier nach unten krabbeln. Ist da unten denn nicht ein Weg? Also da unten sind auf alle Fälle fiese, fiese Viecher. Okay. Also nicht genau da ganz, wo du... Wo ist Janka hin? Ich sehe sie nicht mehr. Ja, Entschuldigung, ich dufe mich gerade. Oh Mann, Junge, mach komm das mal, Feuerzeug komm mal, an. Komm mal gucken. Komm mal gucken. Aber das war doch so, dass da am Tag niemand war, oder? Wo? Hab ich nicht da, gut, wir hier. Haben noch nie so keine Ahnung. Gucken können. Aber ich sehe auch keinen. Mal, wenn du hier runter guckst, ist da ein Weg oder nicht? Direkt unter uns quasi. Ja, also du meinst halt diesen... Da scheinen so Wasserfälle runterzugehen, aber hier sind halt so aufgestapelte Steine. Ja, jetzt wäre da halt nochmal ein Weg. Aber ich sehe da auch nicht, dass da jemand ist, Lama. Hier sieht man es besser. Ich sehe es ziemlich deutlich. Sieht aus, als wären das Maden oder sowas. Sind das Babys? Ich krabbel jetzt dahin. Geht nicht. Warum darf ich nicht? Aber wie bist du denn da runtergekommen? Nachdem ich geklettert bin. Da lang, genau. Und da lang gekrabbelt.
Ich will Licht haben. Das ist seht ihr es jetzt? Und dann ist er abge... Nee, wir sehen einen roten Schein, der da langläuft. Ah, fuck. Sehe leider nichts, weil ich jetzt an der Wand hänge. Warte mal, ich versuche das mal irgendwie ein bisschen anzuzünden. Ist jetzt hier ein Vorsprung? Oh Gott. Gott, will ich hier eigentlich runter? Warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Das ich einfach mal gar nichts sehe. Doch, kacke. Ich glaube, hier ist der Vorsprung, wo Lama meinte. Ich komme hier, glaube ich, auch nicht mehr weg. Ich sehe macht mal lieber keine Scheiße, dann. Sonst endet ihr so wie ich. Wir machen die Scheiße aber gerade schon. Mir Scheiße, leid. Ich sehe eine Janka nicht mehr. Doch, da. Ich bin ganz unten. Bist du tot? Bist du aber nicht tot, und jetzt oder? Bin ich tot. Oh, Scheiße. Ehrlich? Ja. Ah, jetzt sehe ich es auch. Oh Mann, ich könnte echt nichts machen. Ich werde versuchen ranzukommen. Ich sehe auch genau gar nichts. Aber da unten ist auf jeden Fall was. Also werf fleißig Mollys oder so runter vielleicht. Ich versuche jetzt erstmal irgendwie... Was passiert denn, wenn ich tot bin? Bisschen, naja, du hast jetzt eine gewisse Zeit. Genau, ja, das wohnst du, glaube ich, im Flugzeug wieder, ne? Nee, in der Höhle. Oh nein. Ach ja, stimmt. Und dann könntest du dann auch die bessere Axt kriegen und so. Yep. Aber doch nicht alleine. Naja, ich glaube, wir werden folgen. Warum sehe ich denn hier? Denn ich komme hier irgendwie nicht mehr weg. Ich glaube gerade zu Lama. Wo komme ich denn hin? Das war blöd, im Dunkeln an der Wand rumzuklettern. Ich sehe es ein. Das hätten wir nicht machen sollen. Nee, das hätten wir tagsüber machen sollen. Ja. Ich hänge immer noch. Okay. Dann hätte ich wenigstens gesehen, wo ich hin bin. Hat jetzt alle tot? Also ich habe noch die Hälfte an der Zeit ungefähr. Ich bin komischerweise noch am Leben und... Wir labern nicht mehr. Ich werde gleich versuchen... Janka, wie viel Zeit hast du noch? Weiß ich nicht, 20 Sekunden? 30? Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich versuche die jetzt hier mal alle abzufackeln. Das ist echt... Bist du eigentlich kaputt gehauen oder was? Nee, ich bin gefallen. Das hat halt schon mal, glaube ich, fast alles weggenommen. Und dann habe ich sie noch unten hören und dann war ich sofort tot. Also ich weiß nicht, was mich erwischt hat. Warte mal, ich versuche gleich zu dir zu kommen, wenn die verbrennen. Okay. Ich renne jetzt einfach mal zu dir. Ich komme. Das kann sie ja ablenken. Vielleicht. Ach, Chess. Weiß ich nicht. Chess ist sonst wo. Ich bin immer noch an der Wand. Ich versuche zu euch runterzukommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Auf jeden Fall habt ihr aber gerade so. Ein Sinkhole geschafft. Komm schnell an die Wand oder so. Geht das? Nee. Warte, ich muss mitnehmen. Okay. Ja, das fiese Monster kommt jetzt. Boah. Ich krabbel den einfach. Holy shit. Help! Ich hab Angst, dass Janka, ich geh weg! Oh, da sind auch ganz viele eingegangen. Oh Gott. Bin ich irgendein Stein, wo man hochklettern kann? Nee. Okay. Also die Kleinen vielleicht. Oh, Lama, ich treff immer dich. Ja, ich seh schon. Oh, fuck. Renn! Bei mir ist einfach die Kletter-Ecke. Renn, Janka! Ich meine hier gar nicht. Oh, fuck. Oh, das ist kacke. Kinder. Ich sehe sie nicht mehr. Lama, siehst du sie noch? Sie sind bestimmt hinter mir. Ja, aber ich werde gleich hier den Killermontanten kriegen. Wo seid ihr denn? Wirf einfach irgendwas aufs Kopf. Oh, fuck. Jetzt brenne ich selber. Oh, Mann. Ich höre nur gegrunzt, aber ich sehe nichts mehr. Lama, komm mal mit dir. Komm mal hierher. Guck mal hier hoch. Ich komme. Er ist tot. Der Killermutant ist tot. Ah, ich stehe hier oben drauf. Cool. Also ich bin holy shit. Gekabbelt, ohne runterzufallen. Oh. Ich komme aber hoch. Alter Schwede. Kommen die hoch? Ja. Muss mal eben was essen. Ja, nicht den Survival-Kit-Dingsbums. Ich wollte einen Pfeil. Oh Gott, ich bin... Ich glaub, ist das da hinten der Kuhmensch? Oh, ich falle durch die Karte. Oh nein. Warum machst du so einen Scheiß? Da hinten ist der Kuhmensch. Warte, was mach ich hinter denn? Hinter dir direkt. Warte. Ich hab... Was mach ich denn bitte, wenn ich durch die Karte falle? Warum ich brenn ihn an. Ich falle nicht durch die Karte. Bleib bei mir. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wir müssen halt versuchen... Habe ich ihm das jetzt gerade zwischen die Beine geschossen? Wie kommst das du denn? Das ist ja keinen interessiert. Tschüss. Nee, Chess, wie kommst du denn? So. Wie war's wo? Chess? Ja. Was passiert?
bin rausgegangen. Wieso das denn? Was soll ich sonst machen? Du bist rausgegangen. Kannst du wieder reinkommen? Du musst mich, glaube ich, nochmal einladen. Ich bist du aus dem Spiel gegangen? Oder kann ich joinen? Ja, wenn ich durch die Karte falle, was soll ich machen? Warte mal, ich versuche... Mal gucken, ob ich dich direkt finde. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt so einfach einladen kann. Bla, bla, bla. Warte mal. Das kenne ich nicht. Zu Spiel einladen. Okay. Oh. Müsstest du jetzt haben, ne? Ich glaube, er brennt richtig gut. Ist ja voll doof. Warum fällt man denn nicht die Karte? Dumme Scheiße. Ja, unser epischer Kampf gegen Kaumen und Jessie ist dabei. Ich habe mich gerade gefreut, ne? Habe ich noch ein bisschen Akku? Ja. Ankomme, ohne aber meine zu sterben. Idee war voll gut, hier hochzuklettern, Lama. Also, das war schon ich bin am Camp. Die zweite Idee in zwei aneinanderfolgenden Folgen. Ich bin am Camp. Ja, aber das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Ich habe nichts mehr. Gar nichts mehr? Wie, du hast ja, doch, mehr? Aber nicht mehr das, was ich vorher hatte. Also ich müsste den Bogen nochmal bauen. Und ja, aber das ist ja... Ja gut, du hast halt nicht gespeichert. Das ist die geringste Problematik, ganz ehrlich. Ja, das kann man ja alles nochmal machen. Wir hängen hier jetzt halt irgendwo fest, ne? Und müssen gucken, wie wir rauskommen. Ich will auch da festhängen. Ich will da auch festhängen. Das ist die Action und ich muss hier gammeln. Oh, Kaumen ist tot. Kaumen ist tot. Chicken down. Chicken down. ja, da hinten ist jetzt aber noch ein zweiter, ne? Wo denn? Da hinten. Ich sehe ihn nicht. Warte. Da. Müsste mein... Nein, Pfeile habe ich ja gar nicht. Ich gehe mal hin und brenne ihn an. So, ja, das warte. Haben wir jetzt gebaut. Ist so schön. Ja, bring ihn bist mal du schön. Hier ist doch ein Kampfplatz gewesen. Mann, ist das doof. Oh, aber ich glaube hier auf der Seite... Alter, Falter, ist der schnell. Der ist schnell, sag ich doch. Bin gar nicht getroffen. Ich bin traurig und muss jetzt weinen. Hab ihn. Sehr ich glaube vier Feuerpfeile braucht er. Es ist ein gerüstetes Chicken. So. Als wir hier aufgeräumt haben, ist es... Ja, er ist tot, oder? Nee, ja, nein, ja, was? Ich glaube nicht. So? Ja. Doch. Okay, das heißt, hier unten ist jetzt eigentlich alles tot, ne? Ja, warte mal. Jetzt wird's gleich hell. Jetzt können wir gleich gucken. Dann würde ich nämlich empfehlen, wir nehmen alles mit, was nur geht. Hier liegen nämlich Ausrüstungskisten rum. Ja, warte doch. Das ist so doof. Ja, das ist halt mal blöd, aber das... ja. Hier noch irgendwo ein Pfeil? Ich laufe rum und drücke Bild E. Hier sind irgendwie auch nur irgendwelche Kisten. Knochen? Wir müssen jetzt versuchen, dann so schnell wie möglich rauszukommen, dass wir zu Jess wiederkommen. Ja, oder Jess kommt zu uns. Oder so. Wenn am Tag ist jetzt ja nicht so viel los. Genau, aber und jetzt wissen wir ja, dass man irgendwie runterfallen kann in den Tod. Ja, durch die Karte auch. Ja, aber das ist egal. Wir können dich ja hier wiederbeleben. Das auf dem ja, Deutschen springst einfach wenn rein ich in den Karte Tod falle ich und wir retten die Karte, dich. Verstehst du? Ja, aber du musst... Das war die Rache, weißt du, weil wir alle gestorben sind fast und du da oben einfach nur rumhinst. Wahrscheinlich. Ich bin gekrabbelt zu euch. Ich habe nur mal versucht, in eure Richtung zu krabbeln. Dass ich nicht komplett allein da stehe. Ja, aber jetzt springst du einfach so runter und wir rennen zu der Stelle, wo du hinfällst und... Genau, und beleben dich. Wir leben dich wieder. Müsste ja klappen, ne? Ja, so. Eigentlich schon. Ich gehe aber mal kurz speichern, damit ich den Bogen und so behalte, ne? Ich meine, das hat bei dir ja auch geklappt. Warst du schon hier? Irgendwas passiert. Auch noch. Warst du schon hier drüben, Lama, nee, oder nee, nur nee. Seite hier? Okay, dann warte ich auf mit. Jazz vielleicht, oder? Nee, lass doch alles gleich mal abgeiern. Sag. Okay, wir sind schon bei 23 Minuten wieder, Leutchen. Dann würde ich sagen... Wollen wir den Rest hier vielleicht später erkunden, in der nächsten Folge? Das sounds like a plan. Guck mal, hier sind Pfeile drin.